Was ist in dieser Legislaturperiode nicht erreicht worden und muss in der nächsten Legislaturperiode angepackt werden? Also es muss wahnsinnig viel angepackt werden. So ist immer noch das Thema Barrierefreiheit ein ganz, ganz großes. Wir haben immer noch nicht die Verpflichtung zur Barrierefreiheit privater Anbieter oder zur zumindest Schaffung angemessener Vorkehrungen im Bereich Barrierefreiheit. Das ist und bleibt ein wichtiges Thema. Und was für mich auch ein wichtiges Thema bleibt, natürlich, dass die Barrierefreiheit und Teilhabe ein Thema werden muss, immer stärker, dass eben nicht nur im Ministerium für Arbeit und Soziales behandelt wird, sondern dass ein Querschnittsthema für alle Ministerien des Bundes ist und natürlich genauso auf Länderebene. Also da wünsche ich mir deutliche Fortschritte. Eine andere ganz wichtige Sache: Am 3. Dezember wurde vorgestellt von Hubertus Heil und sozusagen angekündigt, dass es eine vierte Staffel der Ausgleichsabgabe geben wird, also dass die Unternehmen, die keine Menschen mit Behinderungen beschäftigen, eine doppelt so hohe Ausgleichsabgabe zu bezahlen haben. Das kam jetzt leider nicht, das wurde vom Koalitionspartner verhindert, finde ich überhaupt nicht gut, weil wir immer noch fast 44.000 Unternehmen in Deutschland haben, die keinen einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und ich bin der Überzeugung, dass da auch die neu eingerichteten Kontaktstellen für Arbeitgeber nichts ändern werden an der Sache. Also das sind mal zwei große Dinge, die in der nächsten Legislatur angepackt werden. Eine andere Großbaustelle wird aber natürlich auch die Unterstützung von Pflegebedürftigen zu Hause sein. In den letzten Monaten hat man ganz klar gesehen und in den letzten Jahren, dass die Pflege zu Hause wirklich das Megathema ist. Über 70% der Menschen werden nicht in Einrichtungen, sondern zu Hause unterstützt. Und da gibt es deutlich zu wenige Leistungen, wie eben ja, flexible ambulante Angebote, die eben auch die Angehörigen entlasten. Es gibt zu wenige, es fehlt noch die Bündelung der Leistungen, damit eben die Pflegebedürftigen genau das bekommen können, was sie in dem Moment brauchen. Also da muss die nächste Bundesregierung ran. Und wenn wir natürlich jetzt sehen, dass das Bundesarbeitsgericht auch über die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung von ausländischen Pflege- und Haushaltskräften entschieden hat, wird auch das ein großes Thema für die nächste Wahlperiode sein. Für die Menschen mit Behinderungen ist natürlich klar immer das Thema Selbstbestimmung und Teilhabe ein großes, und so bleibt natürlich auch das Bundesteilhabegesetz und die Frage, wie wird der Bedarf ermittelt, wie werden den Leistungsberechtigten die Leistung dann eben auch zugänglich gemacht, wird eins bleiben, das uns nicht nur in der letzten und diesen Legislaturperiode beschäftigt hat, das wird auch in der nächsten ein wichtiges Thema bleiben. Was ist für Menschen mit Behinderungen bzw. Pflegebedürftige in dieser Legislaturperiode erreicht worden? Also in dieser Legislaturperiode sind einige Dinge erreicht worden. So ist zum Beispiel eine langjährige Forderung des Sozialverbandes VdK erfüllt worden nach der Erhöhung der Steuerpauschbeträge. Also jetzt können Menschen mit Behinderungen, die wie ich zum Beispiel ein GdB 100 haben, einen doppelt so hohen Steuerpauschbetrag absetzen. Das ist schon eine gute Sache, weil der so viele Jahre nicht angepasst wurde. Natürlich gibt es da auch noch Verbesserungsbedarf, den hätte man auch dynamisch jetzt weiterhin immer erhöhen müssen. Aber erstmal sind wir froh, dass er erhöht wurde. Eine andere natürlich gerade ganz maßgebliche Sache ist die Verabschiedung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes. Und da ist eine große Besonderheit, dass jetzt endlich Assistenzhunde in öffentliche und private Bereiche mitgenommen werden dürfen. Auch hier ist der erste Schritt ein guter. Der zweite Schritt muss aber natürlich auch kommen, dass die Assistenzhunde dem Blindenführhund gleichgestellt werden im sogenannten Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkassen. Was in dieser Legislatur noch passiert ist, was ich wirklich auch sehr gut finde, dass wir viel über die Umsetzung des European Accessibility Act diskutiert haben und dass irgendwann, man muss es genauso sagen, auch zum Beispiel die Selbstbedienungsterminals barrierefrei werden. Aber jetzt kommt auch hier wieder der Tropfen Wasser in den Wein. Die Übergangsfristen von 2025 bis 2040 sind deutlich zu lang. Da hätte ich mir natürlich eine viel schnellere Umsetzung gewünscht. Für Pflegebedürftige ist gerade eine Pflegereform oder ein Pflegereförmchen unter anderem verabschiedet worden, das schon den Vorteil hat, dass die Pflegekräfte besser bezahlt werden und dass auch die Heimbewohnerinnen und Bewohner entlastet werden, im ersten Jahr um 5% und dann steigen die Entlastungsbeträge an. Aber das Problem hier ist für mich ein ganz großes, nämlich, dass die Entlastungsbeiträge vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner im ersten Jahr überhaupt nicht ausreichen.
weil die 5% relativ schnell in den nächsten Jahren von der Inflation aufgefressen werden. Und das andere Problem, finanziert wird das Ganze dadurch, dass zum Beispiel der Inflationsausgleich für die ambulante Pflege wegfällt bis 2025. Also am Ende zahlen dann doch wieder die Pflegebedürftigen, vor allem in die, die eben zu Hause gepflegt werden, die Zeche. Corona-Auswirkungen. Welche Anforderungen gibt es in einer Pandemie? Also in der Corona-Pandemie gab es und gibt es für Menschen mit Behinderungen und pflegebedürftige Menschen Riesenherausforderungen. Ich finde, eine ganz große Herausforderung war in den letzten Monaten, dass viele Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen extrem isoliert waren. In die Einrichtungen durfte kaum jemand rein oder raus. Das hat für viele wirklich auch eine sehr hohe psychosoziale Belastung bedeutet. Viele haben sich sehr einsam gefühlt. Viele Menschen konnten eben auch nicht mehr in ihren gewohnten Tagesablauf. Und da muss jetzt wirklich dringend was getan werden, damit eben die Folgen hier nicht sehr, sehr maßgeblich sich verstärken für die Menschen mit Behinderung und die Pflegebedürftigen und auch deren Angehörige und Familien. Gerade Menschen, die eben zu Hause wohnen, die Pflege brauchen oder die eine Einschränkung haben und mit ihrer Familie eben zusammenleben, da haben eben auch alle wirklich sehr viele, ja, unterschiedliche Herausforderungen gehabt. Die einen hatten sehr große Ängste und sind deswegen eben auch einfach nicht mehr rausgegangen. Die anderen hatten viel damit zu tun, dass alle Unterstützungsleistungen weggebrochen sind. Das war auf jeden Fall, finde ich, ein sehr großes Problem, wo man in den nächsten Monaten und Jahren die Menschen und ihr Umfeld weniger allein lassen darf, auch von Seiten der Politik. Und ein anderes großes Problem war auch die Kommunikation, gerade die Informationen, woher bekomme ich meine Masken, woher bekomme ich Desinfektionsmittel, wie kann ich an Informationen rankommen, was bedeutet eigentlich die Corona-Pandemie. Da hätte ich mir viel mehr von Anfang an barrierefreie Informationen in leichter Sprache, in Gebärdensprache, in gut verständlicher Form, gut aufbereitet, auch für Menschen, die, wie ich, nicht sehen und einen Screenreader benutzen, hätte ich mir schon sehr viel mehr gewünscht. Und wir sehen es auch jetzt in den letzten Monaten, dass natürlich die Vergabe der Impftermine auch eine Herausforderung war und für Menschen mit Behinderungen es gar nicht so ganz einfach war, das eben gut zu lösen. Natürlich muss man jetzt auch mal klar sagen, das ist eine Ausnahmesituation in den letzten Monaten, die wir alle erleben. Da wird sicherlich das eine oder andere in Zukunft auch besser laufen, weil wir es jetzt schon ein bisschen gewohnt sind und viele Erfahrungen gesammelt haben. Und das kann man sich wirklich nur wünschen.